Warum haben wir denn jetzt eine Kiste? Gute Frage. Was wir halt machen können, ne? Ups. Moment, ich werde sloppy. Können das hier auch noch aufmachen. Na gut, das Tor, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich stehe auch im Weg, so wird das nichts. Hier, wir können den Puster hier installieren. Ich würde wirklich gern mal wissen, wo er denn hinpustet. Das wäre halt die Information überhaupt. Naja, also... Ich könnte... Achso, ich müsste mir hier das Tor irgendwie aufmachen. Was gar nicht mal so trivial ist. Warte mal, ich mach das... Wie mache ich das denn jetzt? Den hier brauche ich nicht mehr. Den brauche ich nicht mehr. Genau. Dann kann ich mir hier nämlich... Achso, wir brauchen Rot. Mist. Achso, wir brauchen Rot. Müssen wir uns das Rot da hochschießen? Könnte das eventuell sein? Das könnte vielleicht helfen, ja. Eventuell, das müsste ich mal probieren. Einen Moment. Ja, deswegen kann man das Tor hier auch mit Rot aufmachen, ne? Ich habe das Rot jetzt da oben hingelenkt. Dann kann ich das Tor hier aufmachen. Aha. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Das ist jetzt ganz ungünstig. Ich kann jetzt zwar den Puster anmachen, aber die Kiste ist jetzt auf der falschen Seite. Ob das schlimm ist, weiß ich noch nicht, aber... Wir können jetzt zum allerersten Mal hier diesen Booster anmachen von der anderen Seite. Jetzt gucken wir erstmal, wo er uns hinführt. Das täte mich mal interessieren. Aha. Na, wir hauen das hier nicht weg, das ist schon mal ganz gut. Aha. Das ist einfach ein Booster, der hier hin und her... Ja, hin und her führt halt. Na, auf den anderen Booster. Interessant. Das ist in der Tat ein bisschen interessant. Was würde es denn jetzt bringen, beide Puster gleichzeitig zu aktivieren? Bleiben wir dann irgendwie in der Mitte schweben und können dann irgendwas machen? Hat das irgendwas mit dem Schalter zu tun? Wie hängt das mit der Kiste zusammen? Interessant. Sehr interessant. Ich hätte da ja so eine Idee, vielleicht, eventuell, weiß ich noch nicht. Weiß nicht, ob das Ding da jetzt unbedingt schweben muss. Könnten wir uns das Rot vielleicht jetzt nach hier auf diese Weise reinlenken und das Blau analog auf diese Weise und damit beide Puster aktivieren? Das probiere ich mal eben aus. So, das ist die rote Verbindung. So um die Ecke. Und ja, aber die blaue, die kriegen wir nicht hin, ohne Strahlen zu kreuzen, oder? Nee, so funktioniert das nicht. Na gut, eine der beiden Verbindungen könnte darüber laufen, eventuell. Das könnte vielleicht funktionieren. Und wenn, dann muss es die rote sein, weil damit aktivieren wir auch den Booster. Okay. Ich glaube, wir müssen wieder einen Verteiler darüber bringen. Dann hätten wir da drüben genug. Dann müssen wir es folgendermaßen machen. Dann müssen wir hier das Rot komplett eigenständig bootstrappen, so wie wir es schon mal gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie rausgeschnitten habe, also keine Ahnung. Aber das kann theoretisch so funktionieren. Moment. Ist ein bisschen ungünstig hier. Ich muss hier mal eben aufmachen, ansonsten wird das nichts. Wir können da drüben das Rot schweben lassen, mit Hilfe von nur zwei Verteilern. Ne? Das funktioniert. Und dann haben wir den Rest zur Verfügung, um die blaue Verbindung nach hier hin herzustellen, hoffentlich. Mal gucken. Ja, so. Das Ding, das lässt es schweben, genau, das ist auch damit verbunden, das heißt, den hier in der Mitte kann ich wieder wegnehmen, ja, und das Rot, das schwebt da weiter rum, gut. Jetzt habe ich noch, ja, das hier ist auch gut, dass das hier so hoch geht, weil auf diese Weise kann ich hier ganz easy peasy
mit zwei Verteilern das Blau verbinden. No. Natürlich muss da hinten noch verbunden werden, ist klar. Und zwar... Ja, welcher ist das jetzt? Ist das der? Ich weiß es nicht. Nee. Moment. Der? So, ja. Ja, ich glaube schon. Genau, und ja, und das Rot, das können wir ja auch aktivieren. Haben wir beide aktiviert, super. Das kann ich nicht wegnehmen. Das kann ich noch nicht wegnehmen. Das hier muss noch verbunden werden. Jetzt kann ich den Jammer wegnehmen, sonst würde das Tor da zugegangen sein. Wo ist er? Da. So, jetzt kann ich hier das Tor aufmachen und das Rot von da oben abnuckeln hier. Jetzt müssten wir eigentlich beide Booster aktiviert haben. Jetzt ist die Frage, wie kommt diese Kiste jetzt da zum Tragen? Können wir jetzt irgendwie... Das wollte ich nicht. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut, gucken wir uns mal an, was passiert. Hauptsache, wir schweben jetzt nicht immer hin und her. Ja, ja, das tun wir. Shit. Kann ich da jetzt irgendwie... Kann ich jetzt irgendwie runter? Oder ist dafür dieser Schalter da? Ist dafür der Schalter da, um das Ding temporär zu deaktivieren? Ach so. Warte mal kurz. Classic-Modus. Hoffentlich aktiviert er den jetzt auch. Scheiße. Ich glaube nicht. Ich hänge fest. Nein. Nein. Wie mache ich das denn jetzt? Shit. Okay. Ich kann den Trigger malträtieren, ob er irgendwie den Schalter da betätigt. Ich glaube nicht. Ich kann jetzt den Bewegungsmodus nicht umschalten, während ich hier hin und her schwebe. Nein, mein Gott, das war jetzt so viel Arbeit. Das war jetzt so massiv viel Arbeit, das hinzukriegen. Das nervt mich jetzt aber ein bisschen an. Shit, ich probiere es nochmal umzustellen. Classic. Es passiert nichts. Oh nein. Oh nein. Ich will diesen Schalter da betätigen. Der ist garantiert dafür da, um den Kreislauf zu unterbrechen. Shit. Würde hier versuchen mal das Ding hier mitzunehmen. Wie abzugreifen. Ne, kann ich nicht. Ja, Mist, wa? Haben wir echt mal einen Edge-Case aufgedeckt. Echt mal einen Edge-Case aufgedeckt von der Steuerung hier. Wenn ich Classic mache und so nach vorne drücke, ob ich dann vielleicht weggehe von dem Booster? Nö, überhaupt nicht. Nein, das funktioniert nicht. Ach, da ist auch ein Schalter. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also, auf beiden Seiten sind Schalter. Okay. Na, jetzt habe ich die Kiste erwischt. Oh, das ist, das ist interessant. Kann ich das Ding jetzt hier mal eben wieder herstellen? Oh, das ist ja übelst. Das ist ja richtig übel. So, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Da drüben läuft das Rot nicht mehr, ne? Kann ich das mal kurz reaktivieren? Ja, es müsste eigentlich gehen. Guck mal, ich kann den hier einfach mal kurz dafür verwenden. Dann müsste das Ding wieder... Er sagt auch ständig irgendwie press the button to reset. Der kommt irgendwie überhaupt nicht mehr klar. Achso, Moment, shit. Ich hab die Kiste von da oben... Ach, natürlich, ich hab die Kiste von da oben weggenommen. Der hat die ganze Zeit schon irgendwie reset gesagt, weil er überhaupt nicht mehr klar kam. Aber jetzt hat er recht. Ich habe das Rätsel komplett kaputt gemacht. Nein, ich habe es komplett in den Arsch gemacht. Ah, ist das nervig, weil wenn ich jetzt reset, na gut, das eine Sternchen haben wir zwar noch, aber jetzt ist halt alles wieder zurückgesetzt. Ne? Wir müssten jetzt alles neu machen, um die zwei Booster da zu aktivieren und so. Oh, nee. Nee, dafür habe ich heute keine Energie mehr. Ich bin schon, naja, gut, eine Stunde 45 dran. Alles in allem, oh Mist. Weißt du was, ich gehe nochmal in einen anderen Abschnitt, um zu gucken, ob ich da irgendwo noch einen Stern finde, aber von diesem Rätsel habe ich heute genug.
Oh Mann. Ja, okay, dieses eine Sternchen gab's hier noch. Hm. In diesem blöden Rätsel, das ich auch nicht sonderlich mag. Nee, ich habe jetzt irgendwie von Ägypten die Nase voll. Ich gehe nochmal in einen ganz anderen Abschnitt. Guck da nochmal kurz, ob ich einen Stern ergattern kann. Und ja, dann ist auch gut für heute. Haben wir jetzt genug Sterne zusammen, um theoretisch schon weiterzukommen? Nee, wir haben 2 gesammelt. Ich glaube, uns fehlt noch einer. Und selbst wenn ich jetzt noch einen finden würde, dann gehe ich jetzt nicht durch den Teleporter. Oder sollen wir mal kurz gucken? Falls ich jetzt noch einen Stern finden würde, sollen wir mal kurz durch den Teleporter gucken? Nur ich habe dann keine Energie mehr, um da wirklich ein Rätsel zu machen, glaube ich. Ich wäre aber schon sau neugierig, ne? Auf jeden Fall. Guck mal, hier in der 3 haben wir auch noch 2 Sterne. Was waren das denn für welche? Da müssten wir mal gucken. Ich weiß es überhaupt nicht mehr, ob wir die schon gesehen haben. Und so. Richtig. Diesen einen, den haben wir das letzte Mal geholt. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo hier die Sterne waren. Ich such mal eben und sage ich gegebenenfalls Bescheid. Es ist hier allzu weitläufig, dass, Am Anfang waren die Worte. Na, okay, aber man kommt trotzdem nicht überall hin. Die Welt. Ich würde halt so erwarten, dass man irgendwo in irgendeinem Winkel von dieser Insel hier was findet, aber andererseits ist der Bereich trotzdem ziemlich eingeschränkt. Oder hier irgendwo in so eine... Boah, sieht ja auch auffällig aus, aber nee. Ah, irgendwie so eine Höhle oder irgendwas. Das wär's halt. Hallo. Von hier müsste man eigentlich voll die Übersicht haben, ne? So hat man an sich, aber finde das Sternchen, naja. Stimmt es hier irgendwo die Minecraft-Höhle? Wer weiß. Soll es alles schon mal gegeben haben? Nee, in dem Abschnitt 3 weiß ich nicht, wo die Sterne versteckt sein sollen. Stimmt es hier draußen noch irgendwo ein Stern? Hier wäre auch noch einer in der 4. Haben wir den gesehen? Mal kurz gucken. Naja, ansonsten machen wir eben wieder eine Aufnahmepause. Was soll's? Richtig. Das waren diese 4 Inseln. Ja, dann müssen wir mal separat gucken, wo wir die Sterne schon gefunden haben und wo nicht. Hier war eines. Hier war eines, aber das haben wir, glaube ich... das haben wir, glaube ich, erledigt, oder? Das war doch... Ja. Ich glaube, das war da vorne. Richtig. Hier war dieser extra Booster. Hier war das Sternchen. Nee, das haben wir. Okay. Dann nächste Insel. Das war... Boah. Das war, glaube ich, das Goliath-Rätsel, ne? Ja. Ja, an sich ja. Da bin ich mir gerade ganz unsicher, wo das Sternchen war, wenn wir das denn gesehen haben. Warte mal. Da war doch was. Da ist es. Aha. Gut, da haben wir das eine verbleibende Sternchen gefunden, zumindest schon mal. Von diesem Abschnitt. Jetzt muss ich nur überlegen, wie zum Henker man da hochkommen könnte. Keine Ahnung. Was für Möglichkeiten gäbe es denn? Vielleicht über die Mauer da irgendwie? Es ist ziemlich hoch auf jeden Fall. Oder über irgendeinen Puster oder so. Die Dinger, die Gatlings, die könnten uns da hochschießen einfach, weißt du? Nee, sehe ich noch nicht so ganz. Mal gucken. Naja, vielleicht könnte man... Wir können uns ja 2 Kisten holen. Ich dachte gerade, ob man mit dem Kollegen dann da hoch kann. Auf die Mauer. Warte mal, wie war das denn? Sekunde. Hier kann man rein, genau. Hier kann man sich die Kiste holen. Ja. So, und die nehmen wir mit. So. Jetzt können wir hier eine Kiste hinstellen.
die andere nehmen und mit Hilfe der anderen Kiste die... Ja, so nicht. Ich wollte nur mal kurz demonstrieren, wie man es nicht macht. Die Kiste wieder draufstellen. Ach so. Na doch. So komme ich da hoch. Kann ich die andere noch nehmen? Nee, ne? Nee, sehe ich nicht. Aber, so sind wir zumindest schon mal auf der Mauer. Das ist interessant. Kann ich eventuell diese Kiste wenigstens noch mitnehmen? Ah, da komme ich nicht ran, ne? Komme ich nicht ran, nee. So, jetzt sind wir schon relativ nah dran, ja. Ja, guck mal, wenn ich mich hier noch draufstelle, boah. Also, ja, wenn wir jetzt noch eine Kiste hätten, wenn wir jetzt noch eine Kiste hätten, dann wären wir da, wa? Oder? Guck mal, kann man hier vielleicht hoch? Sekunde. Es geht irgendwie. Wenn ich hier drauf gehe. Hier. Und dann da und dann hier. Ja. Aha. Über die Mauern. Das könnte echt gut sein, aber ich glaube auch um. Geht das? Oh, ich kann hier hoch. Ich kann hier hoch. Und auch wieder runter. Guck mal, ich kann sogar wieder runter. Ist ja sensationell. Hier. Da können wir doch garantiert hin. Ja, dann haben wir das Sternchen. Yes! Okay. Hier, ich bin der König der Welt, Alter. Schön. Sehr herrschaftlich. Ich frag mich gerade, wo er noch irgendwas erkunden kann. Man hier schon auf so ein Dach kann, aber so richtig weit kommt man hier nicht, wa? Ach, guck mal, wie geil. Voll ausmodelliert, ey. Hölzer und so. Hier wurden bestimmt die Brieftauben gehalten, weißt du? Kannst mir nicht erzählen, wenn du das hier so bauen würdest, hier wäre doch alles voller Vogelscheiße. Weißt du? Wäre doch optimal für die Vögelchen. Jedenfalls. Na, da kommt man nicht so richtig hin. Aber wir haben den Stern. Wir haben den Stern. Okay, pass auf. Schon allein aus eigener Neugierde probieren wir noch einmal, ob wir durch den Teleporter können. Wir müssen natürlich erstmal dieses Tetris-Rätsel lösen. Ja, doch. Dieses Tetris-Rätsel lösen mit den Sternen. Und dann gucken. Dann kommt er hoffentlich rein. Dann gucken wir mal ganz kurz rein. Ich hoffe jedenfalls, dass es da möglich ist, mal kurz reinzugucken. Nicht, dass wir da gleich reingesogen werden und dann weiß ich nicht, müssen wir alles lösen oder so. Ja, und dann machen wir eine Pause. Und so ein bisschen Cliffhanger muss ja sein, weißt du? Das ist so ein bisschen Cliffhanger. Nicht so richtig, aber so ein bisschen. Cliffhanger für Arme. So sollte ich diese Folge nennen, auf jeden Fall. Wenn ich daran denke. Ja. Würde gut passen. So, hier machen wir eine kleine Reise. Hui. Und weiter geht's. Weiter geht die wilde Fahrt. Wo ist er? Da ist er. Hui. Ja. Und noch ein weiter. So, dann noch hier. Jetzt kommt, glaube ich, die Insel ohne Puster, ne? Ja. Dann müssen wir die nächste Insel suchen. Hier. So. Und go. So, und dann sind wir an der Kuppel angekommen. Hoffentlich haben wir jetzt genug. Jawohl. Ach du meine Güte, das ist ein großes Rätsel. Ist es denn symmetrisch? Nee. Wir haben hier schon ein asymmetrisches Teil ohne Gegenstück. Naja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich das mal skippe. Boah, ich habe lange nicht mehr so ein Rätselchen hier gemacht. Fällt mir gerade auf. So, ganz komisch, 5 breit, okay. Dann kann man nicht so schön das Spielfeld verkleinern. Naja, gut, außer... Moment. Ja, so irgendwie... einfach mal ein bisschen rumprobieren. Oh, meine Arme sind schon ganz lahm. Ich bin schon eine kleine Weile dabei jetzt. Wie lange nehme ich schon auf? Naja, gut, über 2 Stunden inzwischen. Also ich weiß ja nicht, wie lange sonst so Leute durchhalten in VR, aber das halte ich schon für relativ lang eigentlich. Für so VR-Sessions. Naja. So wird das aber nix.
So haben wir das Spielfeld auf jeden Fall halbiert. Ja, genau, halbiert. Ja, aber mit den Dingern hier, das wird nichts nutzen. Die passen ja dann nirgends, oder? Manchmal vermisse ich den Elohim ein bisschen. Hat immer gesagt, Kind, du musst nicht immer alles auf einmal lösen. Dir erstmal was anderes an. Versuch später nochmal, weißt du? Ob das jetzt furchtbar motivierend war, sei mir dahingestellt, aber zumindest, naja, er hat sich gekümmert, ne? Er hat sich gekümmert, ja, ja. Ach ja, die gute alte Zeit. Als Bote von Elohim. Ich hab's. Ich hab's. Cool. Okay, hier, ne, als Referenz, ne, für die Geschichtsbücher. Mhm. So wird's gemacht. So, Aufnahmepause, ne? Nee, komm, das gucken wir uns jetzt mal an. Ah. Interessant, da haben wir all diese Teile. Mhm. Oh. 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 Ich sehe nicht viele Objekte, außer, okay, ne Umlenker. Da frage ich mich, vor allem, weil hier so viele Rätsel sind, einerseits natürlich generell, ob die extra hart sind, andererseits, ob man dann auch die Umlenker irgendwie kombinieren muss zwischen den Rätseln oder sowas. Ha. Ja, das sieht so ein bisschen special aus, ne? Sehr kompakt, Übertragung. Übertragung, ja. Sehr kompakte Rätsel irgendwie. Auch mit einem ganz komischen Theme, ja? So ein bisschen wie der Turm? Ja, weiß ich nicht. Ja, aber so industrial Style. Sehr kompakt, auf jeden Fall. Hat man direkt vor das Steinchen gesetzt auch. Ja. Ja, hier weiß man nicht, wie es weitergeht. Gucken wir uns mal ganz kurz so ein bisschen um hier. Alles so winzige Rätsel, das ist ja krass. Ja. Na gut, das ist ein bisschen größer, ne? Ja. Strahlenwahn. Ja, ja, ich glaube auch. Hier hat sich jemand ausgetobt mit den Strahlen. Oh je. Jammer waren hier auch, ja? Jammer. Wozu denn? Jammer. Was genau kann man denn jammen? Kann man Umlenker jammen? Nee, oder? Achso, hier die Tore. Zum Tore-Dingsen. Ja, ja, das ist richtig. Täte mich trotzdem interessieren, ob man eigentlich Umlenker-Jam kann er wahrscheinlich nicht. Nee, das denke ich mal nicht. Das wäre manchmal vielleicht sogar praktisch. Hier ist auch noch ein Terminal. Das blinkt. Ja, das müssen wir dann natürlich auch gucken. Demnächst. Boah, es ist hier groß. Es ist groß, aber ja, sehr weit raus kommt man nicht. Nö. Ich würde hier gerne ein bisschen rumspazieren eigentlich, ja. Aber Elohim sagt nö. Elohim sagt, Ochi, du brauchst eine Pause. Gönn deinen Augen mal eine kleine Ruhepause. Das ist keine schlechte Idee. Oh, was für eine Wiese hier einfach. Pflück. Gut, dann würde ich sagen, wir bleiben einmal hier und dann haben wir vom Schild erdolcht. Dann haben wir fürs nächste Mal auf jeden Fall, naja, eine definitive Aufgabe. Gucken, ob wir das in einer Session dann hinkriegen. So, wo seid ihr? Mal eben gucken, ob die Cam funktioniert, zur Abwechslung. Nö, ja doch, ja, sie hat ein bisschen gebraucht. Boah, das habe ich letztens schon gesagt, das mit dieser Doppelcam hier, das ist manchmal ein bisschen schlimm. Wenn ich den Kopf so bewege, dann dreht sich die Welt irgendwie so ein bisschen. Ganz merkwürdig haben die das gemacht. Ich weiß nicht so recht. Naja, zumindest kann ich sehen, wo ihr seid. Und sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war wahrscheinlich wieder eine Katastrophe zum Schneiden für mich. Ich sehe es schon kommen. Naja, sehr viele Sterne haben wir nicht gesammelt, ehrlich gesagt. Eigentlich so eher die Mindestmenge, aber ja, immerhin, ne? Machen wir das nächste Mal weiter mit diesen Rätseln hier. Warum eigentlich nicht? Wenn der Robert dann hier ist. Weißt du was? Wenn der Robert dann hier ist, das wäre eigentlich so eine Aufgabe, die wir dann erledigen könnten. Noch nach den restlichen Sternen suchen. Jetzt mein Tracking weg. Schön.
Die Cam hat das Tracking kaputt gemacht. Naja, trifft sich ja sehr gut. Jedenfalls, wenn der Robert hier ist, könnten wir das vielleicht mal angehen. Ob wir daraus eine Aufnahme machen, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Aber Interesse halber können wir das ja mal machen. Naja, jedenfalls nochmal vielen Dank und man sieht sich das nächste Mal wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.